Hallöchen, meine lieben Krieger des Lichts, willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Ja, und wie ihr seht, wie ihr auch in der Geldsumme seht, es hat geklappt. Ich hab per Gehilfe was ins Auktionshaus, bzw. ins Marktplatz gestellt, hab's mit meinem Main-Char gekauft und ja, die 50.000 an, also wie ihr seht, ich habe 1 Million habe ich rübergeholt. Die 50.000 Dingsgebühr. Marktbrettgebühr sind zwar bescheiden gewesen, aber immerhin konnte ich jetzt was kaufen. So, dadurch habe ich dann und auch jetzt Ausrüstung gekauft, der entsprechenden Stufe, auch sowas für den Kopf. Kopfteile vergesse ich immer irgendwie, aber das ist jetzt eigentlich Nebensache. Aber ihr seht, alles ist sonst so stufenmäßig eingestellt, was man kriegen konnte. Nur irgendwie, hä? Anscheinend vergessen habe ich jetzt andere Sachen auch vergessen. Hier zum Beispiel, egal. So, Hauptsache, wir haben mittlerweile jetzt mal endlich mal Sachen, die unserem Level entsprechen. Ihr seht, ich bin auch nur in dem Dings hier, in der Suche. Ich wollte euch das jetzt eigentlich in Ruhe mal einfach mal zeigen, wie wir, dass es geklappt hat. Ja, und während wir warten, könnten wir so rein aus Just for Fun und freudenmäßig ein Dings machen, ne? Der Feuerwall. Okay, Phantominsel, das... Da können wir noch nicht hin, glaube ich. Modona auch noch nicht. Modona, Ostwald, Modona. Boah, sind das viele Dinger hier. Können wir mal zur östlichen Tanana kommen. Wir können dann mal so ein bisschen an unseren Dings arbeiten. An unserem Bestiarium werden wir warten. Haare und so habe ich noch nicht anders gemacht. Ich habe ja jetzt gesagt, dass ich das ab und zu vielleicht mal mache. Aber das werde ich nach jeder Erweiterung tun. Weil da kommt in mir der Roleplayer hoch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt oder so. Also, die halt MMOs und so spielen. Inzwischen jede Erweiterung ist für mich... Wo ist denn hier Feuerwall? Wir müssen zum Feuerwall. Da. Okay. Zwischen jeder Erweiterung ist für mich immer so eine Form von Zeit vergangen. Außerdem, auch während man diese Erweiterung spielt, beziehungsweise während man das Spiel spielt, vergeht ja auch Zeit. Es passieren ja so viele Dinge. Zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel jetzt mal das hier nehmen, ja? Wir haben angefangen als kleiner Mini-Abenteurer, ja? Okay, wir waren damals auch ein Lala-Fell gewesen. Mittlerweile sind wir ein männlicher Mikrote, nachdem wir ein weiblicher Mikrote waren, hingeschmissen. Aber man fängt ja an als kleiner Abenteurer, ja? Der einfach nur ein bisschen Abenteuer erleben möchte und vielleicht auch was erreichen will. Man weiß es ja nicht so. Demnach könnte man ja eigentlich so sagen, okay, der entwickelt sich ja komplett. Ich meine, wir sind von einem kleinen Mini-Abenteurer, haben wir den Leuten geholfen bei ihren Krisen, haben dann sogar prima eh besiegt, ja, wir haben prima eh besiegt, Kumpels, ja, und retten, auf Deutsch gesagt, irgendwann halt Eoisea. So, das ist ja nun mal eine Tatsache. Das ist nun mal eine Tatsache und die steht ja auch so. So, jedenfalls macht das ja auch was mit einem. Also man verändert sich dabei ja natürlich auch. Und deswegen ist es für mich immer so der Fall, dass ich am Ende jeder Erweiterung den Charakter auch ändere. Das Aussehen. Weil ich persönlich finde, das unterstreicht nochmal, was der Charakter erlebt hat. So. Vor allem gehe ich da auch teilweise immer meistens auf die Story ein. Also, was ist in der Story passiert? Wieso muss er nur die Haare wegändern? Oder muss er sogar auch die Haarfarbe ändern? Und babab. Wir sind jetzt im Feuerwall, ne? Ja, und eigentlich suche ich jetzt gerade diese Kobalos. Das hier ist der Feuerwall. Glaube ich. Genau, das da oben ist der Velvic Forest. Wir fahren jetzt aber mal hier lang. Da, ein Quarz. Ja, die Dobalos. So, komm her hier. Wir haben jetzt Ausrüstung, die unserem Level entspricht. Das wird wesentlich einfacher. Und dann habe ich natürlich diesen Mantel, also das ist jetzt die Projektion, die wir anhaben. Ihr seht auch, ich habe auch mehr Glitzerkraut gekauft. Ich habe einfach ein paar Projektionskristalle mehr gekauft. Ich wollte es einfach anpassen. So. Man muss ja dazu sagen, man muss ja zum Beispiel auch sagen, dass unsere Begleiter, wie Ichtola oder Tankrete, die behalten ja im Grunde ihre Ausrüstung, also ihre Kleidung. Aber sie passen sich von der Stärke her an, vom Level.
Und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr interessantes Konzept und deswegen arbeite ich ungemein gerne mit Projektionen auch. Natürlich neben dem Fakt, dass ich Roleplayer bin. Ich habe vergessen, das Ding runterzustellen. Sorry, Moment. Hier. Ja, da. Ein bisschen runterstellen, so. Weil wir ja gleich in der Gruppe sind, ne? Jedenfalls. Die behalten dann ihre Werte, obwohl sie ja noch die gleich, die ändern ihre Werte, obwohl sie die gleiche Ausdrucksform behalten. Und das finde ich immer sehr interessant und deswegen übernehme ich das auch sehr gerne für meine Charaktere. Die bekommen halt eine Ausrüstung so, und dann sehen sie so aus. Und es ändert sich dann auch nicht dran. Die werden zwar stärker von den Werten her, aber die sind trotzdem noch mit gleichen Kleider an. Und das will ich mit ihm hier natürlich auch machen. Wir werden zwar mal stärker, werden auch immer neue Ausrüstungen und so. Aber er behält trotzdem sein, ich soll sagen, diesen Mantel hier. Es kommt natürlich auf die Klassenausrüstung an. Also man kriegt ja am Ende des Jobs, also immer ab Stufe 15 und so. So, perfekt. Bekommt man ja immer so eine, ja, Klassenausrüstung. Die Phantominsel, glaube ich, komme ich noch nicht hin. Das ist das Problem. Wir gehen erstmal nach Lerchenruf, ne? Ostwald. Und da muss ich mal gucken, weil manchmal sehen sie echt schön aus, die Klassenrüstung. Wenn ich zum Beispiel an den Morodeur denke, den habe ich auch schon gespielt, die Klassenrüstung. Das ist natürlich diese typische Quark-Zeigerrüstung, die ja auch so der Hauptprotagonist in den Sequenzen nicht, aber halt zu Anfang von Realm Reborn hatte. So. Die ja ganz schick aussieht. Dann gibt es aber zum Beispiel so Klassenausrüstung, zum Beispiel, wenn ich sage, wie der Astrologe, die mir zum Beispiel für männliche, warum sage ich eigentlich immer so viel zum Beispiel? Irgendwann mache ich mir noch einen Knoten in die Zunge. Wo ich mir denke, dass das zum Beispiel, dass das für die männlichen Charaktere nicht so passend ist. So. Fand ich für meinen Charakter auch nicht, für meinen Main-Charakter. Ist mittlerweile kein Mann mehr, es ist halt ein weiblich Lana-Fell, aber trotzdem. Muss für mich halt irgendwo passen. Und ja, ich habe einen weiblichen Lala-Fell als Main-Charakter. Warum das Ganze? Ich wollte einfach mal aus meiner Haut raus. Ich bin immer so jemand, der, ja, was soll ich sagen, Menschen spielt. Also hier Mikote ist ja schon mal ein anderes Beispiel, also so eine Ausnahme, kann man fast schon sagen, was ich benutze. So, ich muss ganz an den Außenrand, weil da die Galear sind. Und das ist ja für mich eine Ausnahme schon, so Mikote halt. Aber allgemein einfach denke ich mir so, Was? Was? Alter! Leute, beruhigt euch. Wollen wir gut, dass hier suchen und... Ja, hol mich rein bitte. Wir kommen immer mehr. Was ist denn los? Hilfe! Und das ist für mich schon mal so ein bisschen aus der Haut rauskommen. Ich habe auch einen Charakter, eine Aura. Also eine Aura, einen weiblichen. Ja, ich spiele weibliche Charaktere als Mann. I'm sorry. Aber es ist halt so, ich bin ein Kerl. So. Ich bin ein typischer MMO-Kerl. Und wenn ich jetzt kein... Alter, what the fuck? Megadrache. Und wenn ich jetzt kein Roleplay betreibe, dann spiele ich halt einen weiblichen Charakter. Man guckt sich die auch gerne an, ja? Also... Man guckt sich die gerne auch an. Hallöchen, Leute. Was geht? Wie ist euer Tag? Können mich natürlich nicht hören, aber hey. How much can you heal? Was ist hier Viech? Also, wir haben einen französischen Ninja dabei und zwei Engländer. Gut. Ich bin das Höchste vom Level. Ich merke, dass unser Tank im Grunde ein erfahrener Tank ist. Weil er hat den Heiler halt gefragt, wie die jetzt nicht so definitiv an Englisch fähig sind. Ich finde das gut, dass der Tank die Mobs hier vergisst. Jetzt habe ich den viel am Hals. Weil der Tank hat gerade den Heiler gefragt, wie viel er denn heilen könnte.
Und dazu muss man einfach sagen, dass es eigentlich schon sehr freundlich ist. Und das, meine lieben Freunde, ist ein Beispiel für einen er wurde verstummt. Moment. Klar wurde er jetzt silenced, der ist auch die ganze Zeit in der Mob-Gruppe gewesen. So. Ist überhaupt nicht schlimm. Also ich persönlich bin ja jemand, wenn sowas passiert wie hier zum Beispiel ein Ripe. Ein Ripe heißt, dass man hier aus der Gruppe ausgelöscht wurde, man ja von alten besiegt wurden. Dann ich bin jemand, der dann gegangen ist. Warum das Ganze? Das ist pretty easy, muss ich sagen. Es fängt jeder mal an. Nur Missgeschicke können auch passieren. Ich meine, besonders wenn man so random Dungeons macht, wie es hier möglich ist oder so. Kennen sich zum Beispiel Heiler und Tank gar nicht. Die Leute, die können nicht wissen, so kann der Tank so und so viel aushalten, kann der Tank hier so und so viel heilen. Und ich muss jetzt langsam echt mal aufhören, diesen zum Beispiel. Was ist denn los mit dir heute? Kann man jemanden zum Beispiel Counter einstellen oder so? Wo bist du denn jetzt? Ach ja, wir brauchen den Schlüssel, ja. Kumpel! Der Tor ist offen. Buddy? Already get the key. Man denkt, dass das Franzose ist. Das heißt Gott. Already got the key. Ja, Schlaumeier. Schlaumeier, ich weiß. So. Dann warten wir mal. Da kommt der Tank. Erster Boss. Ich habe ja den, wie die Rubin Rosa. Da magst du mir Bescheid sagen nach diesem Dungeon, also falls du die Folge siehst. Ob das mit dem Sound jetzt in Ordnung ist, mit dem Soundeffekt noch von den anderen. Oder ob es noch leiser gestellt werden muss. Aber ich freue mich immer über solche Hinweise. Nur so kann man Sachen ändern. Tada. Also Brüllwurfs Langenrast, wir wissen ja jetzt, dass das hier eigentlich das Hauptquartier von Brüllwurfs und seinen Leuten ist. Oder ihren Leuten, ich würde ja dann weit im Bau sein, wenn ich nicht gekommen bin. Und das wurde halt von Tieren und Monstern überrannt. Und da wollen wir jetzt natürlich helfen. Das aufzuräumen. Diese Festigkeit zu kriegen. Oh, ich habe gar keine Aura drin. Ist mir gerade aufgefallen. Das finde ich auch sehr besonders schön, dieses, kann man das Ergänzung nennen? Ich finde das schön, dass der Support in die Bosse rufen, jetzt eben gerade. So. Dass der verschwindet, sobald der Boss besiegt ist. Das ist immer sehr angenehm. Ah, das ist ein Dunkelritter vor uns. Oh, okay. Ach, unser Heiler ist sogar ein Astrologe, so ein frischer Astrologe. Ja gut, vielleicht solltest du darauf achten, dass du dich mehr auf das Heilen fokussierst als auf die Karten. Ich ganz ehrlich hatte auch schon Probleme mit Astrologen. Aber ich habe auch Astrologe, ja, wie ihr schon wisst, als Level 80er. Und bei mir war das so ein Heilen auch noch, wie jetzt mal so ein Krampf, ja.
Ich persönlich habe mir das angeeignet, indem ich auf den höchsten Stufen da ein bisschen geübt habe. Mit dem Feature, dass man mit NPCs in Dungeons gehen kann. Und ja, dadurch habe ich dann auch richtig so getimed. Wann muss ich wo heilen? Wie viel Lauf kann ich lassen? Wann setze ich am besten Dings ein? Eine Karte. Für die jetzt gleich mit dem Astrologen nicht anfangen können. Der Astrologe ist ein Heiler, der seine Kameraden mit Karten versteckt. Das heißt, der zieht eine Karte. So. Dann macht er das gleich mal, dann kann ich euch das hier oben zeigen bei den Statusanzeigen. Bis jetzt macht er es nicht. Jedenfalls zieht er halt eine Karte gezogen hier. Und irgendwie macht er die ganze Zeit die Verstärkung auf den Tank, was sehr bescheiden ist, aber nicht mehr. Also du ziehst eine Karte und einmal ist die Möglichkeit, du stärkst damit den Nahkämpfer und einer stärkt die Fernkämpfer. Und du musst den Heiler mal schauen, so, wen gibst du jetzt eine Karte, wen steckst du rein? Also wen verstärkst du damit? Und Karten ziehen sollte man im Grunde im besten Fall nur, wenn man Zeit dazu hat. Am besten sind so manchmal Phasen, wenn irgendwie. Aua. Wenn kein Damage reinkommt. Oder auch vor den Kämpfen, auch eine sehr gute Alternative. Später kommt dann auch sogar die Erweiterung hinzu, dass du neben den Karten dann auch so Fähigkeiten hast, die Gruppe komplett zum Beispiel stärkt. Das heißt. Die Fähigkeit nennt sich Weissagung. Und die Weissagung sorgt halt dazu, wenn du drei Karten eingesetzt hast. Die haben oben so ein kleines Zeichen. Ich glaube einmal Sonne, dann Mond und eine Kugel. Pass ich mal, das brauchen wir uns ja alles nichts. Dann kannst du die Karte, kannst du die Weissagung einsetzen und dann werden alle verstärkt. So. Allerdings richtet sich das auch nach den Symbolen, die du hast. Entweder du kannst ja dann dreimal Sonne, dreimal Mond, dreimal Kugeln haben. Was ist denn jetzt los hier? Alrata, los! Kannst du halt haben. Und das Beste ist allerdings, ich habe Akku gezogen von einem Sumpf. Ich lauf mal. Lauf mir hinterher, komm! Am besten ist es, wenn du drei verschiedene, also nur alle drei verschiedenen Symbole hast. Das heißt einmal, wenn du Sonne hast. Der Tank, nimm mir doch mal diesen Kackfisch ab. Was ist denn los mit dir? Aua. Sorry, ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert gewesen. Jedenfalls, das Beste ist natürlich, wenn der. Wenn der Tank Dings einsetzt. Wenn mehrere unterschiedliche Symbole sind. Ich glaube, dass der Tank auch nicht so ganz sauber arbeitet. Denn er lässt Gegner auch stehen und der reagiert gar nicht auf seine Umgebung. Bist du schon wieder gestorben? Was machst du denn? Also, na, der Tank ist auch nicht so ganz sauber. Jedenfalls ist es am besten, um nochmal einen Punkt den Satz wieder mal wieder aufzunehmen. Es ist am besten, drei verschiedene Symbole zu haben. Weil drei verschiedene Symbole erhöhen, glaube ich, die Angriffsoutput um 8%. Und dann teilt sich das 4%, 2%. So. Alle drei gleiche Symbole sind, glaube ich, 2%. Unterschiedliche Symbole sind 4%.
Und drei gleiche sind dann 8% so. Und darum geht es dann auch nochmal. Dann kriegst du so eine Sache. Dann hast du natürlich die Sache, dass du. Oh Mann, jetzt habe ich gerade gelesen und habe den Satz verpasselt, den ich sehen, sagen wollte. Dann hast du natürlich neben den normalen Karten ziehen. Ich finde das auch mal schön, wie er hier die Gegner auch stehen lässt. Wunderbar. Hast du neben den normalen Karten ziehen? Wie er die Leute auch einfach im Stich lässt, weil der Heiler hat die ganze Zeit Aggro, das merkt er auch. Also neben den normalen Karten ziehen hat der Astrologe dann natürlich auch die Möglichkeit, die Karten nochmal zu mischen. Das heißt, du mischst die Karte und kriegst eine zufällig neue. Wenn du Glück hast mit einem anderen Symbol, wenn du Pech hast, einen gleichen Symbol. Das ist halt random dann. Und dann kommt der Skill Stop. Kartenlegung, also oder Legehand oder so, womit dir eine Karte gegeben wird mit einem Symbol, was du vorher noch nicht hattest. Das mache ich zum Beispiel gerne, wenn ich jetzt die erste Karte gezogen habe, rausgespielt habe. Ich spiele die zweite, habe Glück gehabt, das war ein anderes Symbol. Wenn nicht, dann mache ich halt Mischen. Mache ich halt Mischen wieder. So. Und wenn ich dann zwei verschiedene Symbole habe, nehme ich auch dann halt die Legehand, also diesen Skill, der mir deine Karte gibt, weil ich eine Karte hatte. Und dann habe ich im Grunde meine drei verschiedenen Symbole zusammen. Und haben mit so dann die beste und den besten Output für Weißsage. Oh, Alter, leck mich am Arsch, ey. Dann hat der Astrologe noch so einen Aspekt, den sehen wir hier irgendwie oben. Diurnal und Nocturnal. So. Diurnal ist eher so für die KP-Regeneration, also halt, dass du dich immer wieder heilst und also immer wieder KP dazu bekommst. Oder LP. Ja, stimmt ja, dann der ist ja auch automatisch manchmal da rein. So, Nocturnal ist halt mehr für Barrieren, also halt so Sachen, die Schaden abwenden oder absorbieren. Nein, ich bin in der Bubble. Leute, holt ihn mal aus der Bubble hier raus. Holt mich aus der Bubble raus, ich bin auf die wieder. Nee, ich bin Querdenker. Mann, kotzt mich doch die ganze Zeit voll. Jedenfalls, und da muss man halt auch nochmal gucken, welchen Aspekt man nimmt. Denn wenn man hier Diurnal nimmt, dann bekommst du mit jedem Heilzauber so einen Bonus auf LP-Ringer dazu. Also dass der Top das ist. Wow. Was ist das für ein Drache jetzt hier? Ach, das ist plötzlich unser Boss hat gewechselt, alles klar. Dass der geheilt wurde, zwischendurch auch nochmal so einen kleinen Bonus an HP wiederbekommt. Sowas wie Regena, wie unser Schokoropo-Regena zum Beispiel. Und Nocturnal gibt nochmal jedem Heilzauber so eine kleine Bubble, also dass du gewissen Schutz noch dazu bekommst extra. So, und je nachdem, was dir am meisten liegt, so, das muss man selbst rausfinden, wählt man entweder den einen Spekt oder den anderen. Oh, wie sieht das denn aus hier? Das sieht eigentlich schick aus, ne? Ich war ganz frech bedarf mal. Weil es echt schick aussieht. Oh, ist das dein Ernst? Kannst du nicht... Also jetzt mal ganz ehrlich. Er fragt am Anfang den Heiler. Wie viel Monster kannst du mitnehmen? Also wie kannst du heilen? So. Aber er selbst ist nie auf die Reihe, alle Monster mitzunehmen. Außerdem steht er die ganze Zeit im AOE, wie ich das sehe.
Das sind manchmal echte Penner, muss ich ehrlich sagen. Er weiß, dass unser Heiler ein Anfänger ist, ja? Und er hat jetzt, wir haben jetzt schon zwei Wipes hinter uns oder so. Er merkt, dass unser Heiler halt noch ein bisschen Übung braucht. Und er macht weiter mit diesem Mega-Monster-Nutzer-Pool. Das ist so... Solche Leute mag ich nicht, sorry. So, jedenfalls, und das gehört dann auch nochmal zum Astrologen hinzu. Also, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich eingespielt hat, also ganz ehrlich, wenn man sich in den Astrologen eingespielt hat, dann ist es nicht so schwer, wie sich das Ganze anhört. Und das könnt ihr euch von jemandem sagen lassen, der panikhaft immer wieder in eine Random Dungeon reingeht und so, Hilfe. Schade, ich kann noch ein Bild machen. Der jedes Mal random in einen Dungeon eingeht und sagt so, Hilfe. Ich muss hier heilen. Aber bisher habe ich es eigentlich geschafft, dass mir niemand wegstoppt. Ja, und derzeit gehe ich eher Dungeons auch, ehrlich gesagt, nur um meine anderen Jobs zu skillen. Also Bade, Traumator. Der Baumager kann ja leider nicht in eine random Dungeon rein. Oder der Dungeon Prüfung. Was ein beschränkter Job ist. Finde ich schade, aber hey. Ich habe auch keine freie Gesellschaft gemacht. Hä? Warum? Ich weiß nicht, wer die ganze Zeit diesen Ding benutzt hat. Da nutzt er die ganze Zeit das Lümmel für sein... Für sein also Heiler, sorry, wenn ich jetzt mal ehrlich sage, ja, du bist halt von Anfang an Heiler. Aber du musst mindestens... Hat er Attack? Wird angekotzt. Warte, ich muss mal den Heiler mal angucken, während wir hier kämpfen. Der hat einen 80er Bade. Du musst doch wissen, dass er Lümmel, dass das Lümmel für Tanks da ist. Also das sind wirkliche... gravierende. Oder sind auch, das sind jetzt wirklich gravierende Dinger. Also ich glaube, ich habe jetzt beim Boss, also im Prüfungsboss, hatte ich da, wo der Tank unbedingt das Limit einsetzen muss. Aber sonst ist das Limit im Grunde immer den DDs vorbehalten. Man kotzt doch mal woanders hin. Wir quatschen ganz schön viel, ne? Also mir ist das aufgefallen, dass ich jetzt hier echt viele Menge gequatscht habe, vor allem von Astrologen. Wozu ich ja sagen muss, ist... Oh, wir sind Level 48, alles klar. Wozu ich sagen muss, dass ich auf gar keinen Fall die Lanze erhalten. Sind die schon alle abgehauen? Ich wollte sagen. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Ich bin absolut kein Experte, was den Astrologen und so angeht. Das sind einfach nur Sachen, die ich selbst erlebt habe und die ich selbst rausgefunden habe. Ich muss sagen, jede Klasse, die ich in Final Fantasy XIV spiele, da habe ich mir die Sachen selbst rausgesucht, beziehungsweise selbst herausgefunden. Toll. Wir müssen nach Brüvox Langrast wieder. Also gehen wir doch einfach mal zum Weinhafen. Von dort aus müssen wir mal runterreiten. Also, ich lehre mir das wirklich alles selbst an. So, was die... Es ist aber... manche Dinge sind aber auch nicht schwer, muss ich sagen. So, wenn wir uns jetzt den Mönch jetzt hier ansehen. Zum Beispiel. Ich versuche gerade die ganze Zeit zum Beispiel zu umgehen. Das ist doof. Da haben wir eine gewisse Reihenfolge, die wir einsetzen. Ja, also da gibt es jetzt eine gewisse Reihenfolge an
Skills. Wie wir sie. Ich bin unsichtbar. Da. Was? Wie, das sah gut aus. Jedenfalls, da haben wir jetzt eine gewisse Reihenfolge, wie wir sie einsetzen, die Sachen. Wir haben jetzt hier unseren Ansturm, unsere Rakshas-Umarmung zum Ranziehen. Wir machen dann den Schlag auf Schlag, um dann erst einmal mit Doppelviper und Demolieren auf uns zu stärken und den Gegner einen Debuff zu geben, weil das über, über Zeit Schaden kriegt. Und danach machen wir mit wahrer Schlag und Peitschenhieb normalen Schaden. So. Das ist relativ easy eigentlich. Und so bauen sich im Grunde auch die meisten DD-Klassen auf, beziehungsweise die meisten, auch viele Tank-Klassen haben diese Form. So. Brillvox. Bist du glücklich? Wir haben deinen Kram. Ich muss die Lautstärke gleich mal wieder hochziehen, ne? Hilfe, ich habe gerade mich ausgetappt. Psko, Fried, dein großer Erwachsener. Fallen große Steine von Brillvox Herz. Fährliche Schuppentiere kommen und pssst, nehmen Hause von Brillvox. Aber Großwachsener mit schnellem Schritt. Starke Kampf, Brillvox tragen Bild von mutigen, großgewachsenen jetzt in Herzen Firmerzeit. Das ist was zum Teufel. Brillvox kann wieder frohe Zeit zu Hause bekommen. Sollst du jetzt haben köstliche Essenssache ohne Wartenzeit. Kochenweises große Geheimnis von Goblins. Schrengheim. Portion Goblin-Käse hat köstliche Schmack und bringt auch Freude Zeit für Nase. Bringst du jetzt zu Weißgard mit flotte Schritt. Käse? Also, nachdem wie unser Charakter gerade reagiert hat, gehe ich mal ganz davon aus, der ziemlich stinkt. Ho, ho. Ach ja, es ist natürlich schön, dass manche von diesen Wesen nicht unsere Sprache nur sprechen, sondern auch so ihre Eigenarten haben. Die Silfen mit den einigen, ne? Und hier die Goblins mit dem Sko. So. Willkommen zurück. Wie ist es dir in Brühwurz Langras ergangen? Hast du ihr helfen können? Goblin-Käse, der Gestank dieser Käsesorte ist unerträglich. Gib uns Goblins halten ihn für eine Delikateste. Aber sie tragen ja auch Masken, um das Aroma zu filtern. Ja, sehr schön. Der stinkt ja gewaltig. Es gibt keinen Zweifel, es stinkt nur ein Käse. Goblin-Käse, eine der drei köstlichen Köstlichkeiten Eoseas. Wenn man sie einmal an den Geruch gewöhnt hat, wird man bald seine Herzhaftigkeit lieben lernen. Aus was für einer Milch man die macht? Das verrate ich dir besser nicht, sonst vergeht dir der Appetit vollends. Am besten Goblin-Milch, ne? Von Goblin. Nein. Also können wir mal das Geld nehmen, weil unsere Ausrüstung ja entsprechend noch angepasst ist. Der richtige Tropfen. Du hast es wirklich geschafft und alle drei der Köstlichkeiten, ja, sie hast zusammengesucht. Das hat ein Teil-Mai-Ei, das Stück Velvic-Wurmfleisch und die Portion Goblin-Käse. Was macht man denn daraus jetzt für ein Gericht? Machst das Velvic, kocht das Velvic, also brätst das Velvic-Fleisch, packst da das Ei dann dazu, irgendwie oben drüber, keine Ahnung, dann den Käse dazu? Jetzt habe ich nur noch eine allerletzte Bitte an dich. Zu einem erstklassigen Festmahl gehört natürlich ein erstklassiger Wein. Ich habe auch schon eine sehr klare Idee, wo du ihn finden kannst. Dafür möchte ich, dass du einen meiner Untergehenden aussuchst. Shamani Lomani. Slanitz, wie heißt er nochmal? Slani Mimani oder so, also ein YouTuber, auch so ein Idiot. Ja, er war früher Mr. Wissen to Go oder so. Ja, nicht Mr. Wissen to Go, sondern irgendwie was anderes. Der Tutorial war das früher. Slami, Smal, Slami, Miswani, keine Ahnung. Ist sein Name. Ein Winzer in Weinhafen. Hier, gib ihm diesen Abhitterief-Bestellzettel. Dann wird er sich der Sache mit Freuden annehmen. Ich weiß, dass viele gelaufen und gesuche mag, die auf die Nerven gehen. Das Festmahl ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen die Primae. Einen guten Wein zu finden ist nur mein Teil davon. Verlass mich auf dich, Adamantios. Gut, dann zurück zum Weinhafen. Dann einmal zurück zum Weinhafen. Mir fällt gerade ein, dass der Bot da vorhin nicht im Boden steckte,
weil es hier keinen Boden gab auf den Laufstegen. Das ist ja hier. Da unten ist ja nur Luft. So, da ist Shamani Lomani. Die richtigen Temperaturen, ausreichend Sandstrahlen. Dieses Jahr wird ein guter Jahrgang. Oh, guten Tag, Herr Abenteuer. Womit kann ich dienen? Ja. Ein Bestellzettel? Ich habe mein Augenlicht in einer Schlacht verloren und kann ihn nicht lesen. Aber lass mich raten, du möchtest... Ja, deine Gedanken sind wie ein offenes Buch für mich. Wein, ja, du möchtest leckeren Wein kaufen. Ich habe vielleicht mein Augenlicht verloren, aber nicht mein Humor, wie du merkst. Aber wollen wir doch mal sehen, was der Zettel mit verraten kann. Er riecht nach Seeluft, hoher Salzgehalt, Sonnenküste vielleicht. Und dann, puh, was für ein Käse, das ist doch eine der drei Köstlichkeiten Eosias. Sag bloß, die schickt Weißkat, weil er ein Gericht aus allen drei Köstlichkeiten zubereiten möchte. Dafür hätte ich genau die richtigen Tropfen. Da staunst du was? Ich kann zwar nichts sehen, aber die anderen Sinne sind dafür umso schärfer. Mein Geruchssehen verrät mir sogar, die anderen verborgenen bleiben. Die anderen verborgen bleiben. So. Dun, dun, dun. Ich habe das Heer der Helden verlassen, nachdem ich im Kampf mein Augen nicht verlor. Danach bin ich hier im Weinhafen gelandet und habe ein neues Leben als Weinhändler begonnen. Und jetzt hat sich mein alter Kamerad Weißkat an mich erinnert und bestellt Wein für ein Festessen. Da darf ich ihn nicht enttäuschen. Ich werde dafür sorgen, dass er den besten Wein bekommt. Momentan habe ich selbst nur eine bescheidene Auswahl auf Lager. Aber mach dir keine Sorgen, denn ich weiß schon, wer mit den richtigen Weinen dienen kann. Birgeland ist ein Winzer, mit dem ich gelegentlich zusammenarbeite. Er stellt ausschließlich Weine von höchster Qualität her. Könige und Admirale gehören zu seinen Stammkunden. Sprich mit ihm und ich bin mir sicher, dass er dir einen vorzüglichen Wein anbieten wird. Vergiss nicht zu erwähnen, dass ich dich geschickt habe. Alles klar. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht so einfach sein wird. So, hi. Bah, was für ein billiger Fusel. Der schmeckt, als hätte ihn schon mal jemand getrunken. Möchte dem Lagermeister einen schönen Gruß von mir und entlasst ihn, aber unglücklich. Ja, wer bist du denn? Ein Bekannter von Shamani Lomani? Sie möchte gern Wein, Kinder. Wein soll ich dir verkaufen? Das soll aber ein Witz sein. Du weißt ja noch nicht mal, wie herum man eine Flasche halten Wein hält. Kennst du denn den Unterschied zwischen dem tanalischen Dürretropfen und einem Lanusian Sonnengold? Belästige mich nicht länger. Auf Wiedersehen. Eosea besteht zu 50%, mindestens 50% aus Arschlöchern. So, sorry. Fertig. Sag ich jetzt mal ganz krass. Abgewiesen hatte dich? Er ist einer der großen im Weinhafen am Weinhandel. Vielleicht sogar die Nummer 1. Er nimmt seinen Beruf sehr ernst. Manchmal etwas zu ernst. Aber ich glaube, du hast ihn nur zum falschen Zeitpunkt erwischt. Nicht Weinabenteurer. Ich hätte ihm den Stinkefinger, den Mittelfinger gezeigt. Wir werden schon den richtigen Wein für das Festessen finden. Auf diesem Weingut ernten wir Trauben der Rebsorte Tieflandtraube. Es ist keine schlechte Traube und sie schmeckt leicht fruchtig. Aber ich muss zugeben, dass ich mit dieser Rebsorte nicht an den Topfwein herankomme. Eine glückliche Fügung der Götter, oder wenn du mich fragst, einen bewitzten Winzer, ist es zu verdanken, dass sich aus den Tieflandtrauben eine besonders schmackhafte Variante entwickelt hat. Die Backhaustraube. Diese anspruchsvolle Traube gedieh nur auf den fruchtbaren Böden um Weinhafen. Die Winzer stellten daraus den vortrefflichsten Wein her, den man bis dahin schmecken konnte. Das ist der Tropfen, der zu den drei Köstlichkeiten passen würde. Der unübertroffene Backhauswein. Nur einmal war es mir vergönnt, seine Herrlichkeit zu kosten, als ich aus dem Heer der Helden austrat. Ich fühlte mich wie im Himmel an einem Tisch mit 12 Göttern. Meine Geschmacksknospen explodierten in einem Feuerwerk der Sinnlichkeit unbeschreiblich. Aber durch die große Katastrophe vor 5 Jahren wurden alle Reben des Backhausweins ausgelöscht. Der Backhauswein existiert nicht mehr. Das ist ein Jammer. Kein anderer Wein wird dem exquisiten Geschmack der drei köstlichen Eoseas gerecht. Es ist wahrscheinlich hoffnungslos. Aber willst du dich nicht einmal unter dem Winzer umhören? Vielleicht hat irgendjemand noch einen Geheimvorrat. Okay. Hat irgendjemand eine Flasche hat? Noch von diesem Backhauswein. Die muss ja im Grunde dann echt mega viel wert sein, ne? Wenn man es mal so denkt. Backhauswein, legendärer Backhauswein. Da wirst du eher einen Oger im Arm drücken schlagen, als an der Flasche diesen edlen Tropfen aufzutreiben. Der Wein ist ein Ding der Vergangenheit.
Ah, bla bla bla. Manu. Komm da nicht hoch. Turim Falurim, diese Namen manchmal, ne? Bacchuswein, dessen Rebe ausgestorben ist, den würde ich gerne selber mal kosten. Auch wenn es der letzte Schluck Wein wäre, den ich in meinem Leben zu trinken bekäme. Warum ist bei ihm jetzt gerade so ein bisschen der Satz durchgebrochen? So ein bisschen. Eps. Leider kein Glück. Hallo Elisa Woodgard. Wie erwartet hatte, der Backhausfan existiert nicht mehr. Ich werde mir die Idee aus dem Kopf schlagen müssen. Er ist wirklich ein Jammer. Du musst wissen, es war der Backungsfeind, der mich dazu veranlasste, nach Weinhafen zu kommen und eine Karriere als Winzer zu beginnen. Nachdem ich mein Augenlicht im Kampf gegen Titan verlor, war ich am Boden zerstört, nie wieder sehen zu können, nie wieder die Schönheit der Welt zu blicken. Den Gedanken konnte ich nicht ertragen. Aber der Backungsfeind hat mir gezeigt, dass sich die Schönheit der Welt auch in anderen Sinnen offenbart. Der Backungsfeind hat das Leben für mich wieder lebenswert gemacht. Ihm verdanke ich alles. Holla. Ich verdanke mein Leben einem Wein. Hallo. Ach ja, der Verlust dieses köstlichen Weins ist kaum zu verkraften. Ich hoffe nur, dass ich einen halbwegs vernünftigen Ersatz finden kann. Da bin ich meinem Hauptmann schuldig. Sonst kann ich mich bei seinem Bankett nicht blicken lassen. Das wird allerdings nicht einfach. Ich muss erstmal in Ruhe darüber nachdenken. Könntest du mir inzwischen Zeit einen Gefallen tun? Vor etwa 3 Jahren war ich in meiner Hoffnung am Ende und ließ mich wie ein Frack durch Wühlbrand treiben. Durch meine Unachtsamkeit geriet ich schon bald in Lebensgefahr, aus dem mich im letzten Moment ein junger Mann namens Drest rettete. Ihm habe ich zweifellos mein Leben zu verdanken. Dafür könnte ich mich nie richtig erkenntlich zeigen, doch das möchte ich nun nachholen. Als Zeichen dafür, dass ich dank ihr neues Leben beginnen konnte, möchte ich ihm eine Flasche meines Weins zukommen lassen. Ich weiß nicht, wo er wohnt, aber er arbeitet ab und an um fairen Anleger und Regenfänger. Könntest du dort Ritzkittil nach Drest Aufenthaltsort fragen? Falls du Drest findest, bring mir bitte die Flasche Lomani-Wein. Vielen Dank. So, Leute, das machen wir dann aber erstmal beim nächsten Mal. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video, denkt daran zu abonnieren. Jo, und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann mal um den Wein. Vielleicht finden wir ihn ja. Und vielleicht können wir dann sogar schon Titan machen. Wenn wir bis dahin bis zu Titan kommen. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video, denkt daran zu abonnieren. Video am besten auch teilen, wäre super. Unterstützung ist wichtig. Und bis dahin seid ihr cheerio.